Ein herzliches Grüß Gott aus dem Krone.at Sportstudio. Ich freue mich sehr, dass der, man sieht es ja eh jetzt gerade nicht, weil jetzt hat er die Stütze abgenommen sozusagen, aber trotzdem rekonvaleszente Austria-Kapitän den Weg zu uns gefunden hat. Hallo Alex Grünwald. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du vorbeischaust. Bei uns, was schmerzt denn im Moment mehr? Die Schulter oder doch die sportliche, wenn man so ein bisschen zugespitzt formuliert, Misere? Es hat ja zuletzt bei der Austria 5 Bundesligaspiele lang keinen Sieg gegeben. Ja, beides natürlich. Vor allem die Verletzung. Ich würde natürlich lieber am Platz stehen und der Mannschaft helfen. Und wir sind natürlich momentan auf einem Tabellenplatz, dem unser Anspruch nicht gerecht wird. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis im Winter noch einige Punkte machen können, damit wir in der Tabelle nach oben klettern. Und damit wir uns ein bisschen Luft verschaffen, auch nach unten. Ist ja sehr eng zusammen alles, ist, glaube ich, in jede Richtung alles möglich. Und ja, natürlich die Schulterverletzung schmerzt natürlich auch, weil ich halt wieder zum Zuschauen gezwungen bin. Und ja, das ist halt für einen Sportler immer schwierig. Jetzt weiß man ja, dass die Herbstsaison für Alex Grünwald de facto vorbei ist. Hast du tatsächlich ein bisschen die Furcht oder die Angst, dass du dein Comeback dann im unteren Tabellenviertel oder in der unteren Tabellenhälfte in Angriff nehmen musst? Ja, dass die Austria sich nicht fürs Meisterplayoff qualifiziert? Ja, natürlich ist mit Sturm Graz, Rapid Wien und uns kämpfen da gerade eigentlich drei größere Clubs um den Strich herum, ums Überleben. Aber ich glaube, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wir am Ende das schaffen werden, weil auch der Punkteabstand nach oben zu Hartberg und St. Pölten jetzt nicht so groß ist und wir haben St. Pölten auch noch im direkten Duell zu Hause. Also wir haben alles in der eigenen Hand. Sollten wir das am Ende nicht schaffen, ist es ganz klar, haben wir das selbst verbockt, aber von denen gehe ich nicht aus. Ich bin eigentlich ein Mensch, der was immer positiv denkt und ich bin auch von der Mannschaft sehr überzeugt. Deswegen glaube ich, dass wir am Ende auch dorthin kommen werden, wo wir auch hinwollen. Apropos positiv denken. Diese Eigenschaft hast du ja in der Vergangenheit mehrmals gut gebrauchen können, weil Verletzungen sind ja tragischerweise nichts Neues in deinem Profikickerleben. So muss man das ja sagen. Knorpelschaden, Kreuzbandriss und jetzt eben die ledierte Schulter. Wie oft warst du denn, wie soll man denn sagen, der Verzweiflung nahe? Ja, natürlich. Das stimmt, dass ich schon einige Verletzungen gehabt habe und jede Verletzung ist natürlich ein Rückschlag. Man muss sich immer aufs Neue beweisen, man muss sich zurückkämpfen, man muss wieder, was das Schwierigste ist, seine alte Form finden. Aber es ist mir bis jetzt immer sehr gut geglückt, deswegen spiele ich auch noch auf dem Niveau und spiele auch auf dem Niveau noch eine gute Rolle. Und weil ich da immer, glaube ich, schon Kämpferherz gezeigt habe und mich auch sehr professionell in diesen Situationen verhalten habe. Und deswegen, ja, positiv deswegen, weil ich auch das Selbstbewusstsein habe, nach Verletzungen zurückzukommen und auch gut zurückzukommen. Und deswegen ist es halt wieder ein neues Kapitel. Aber mit der Winterpause, die 2 Monate dauert, verliere ich da Gott sei Dank nicht so viele Spiele und kann im Frühjahr wieder ganz normal einsteigen. Wie ist der aktuelle Gesundheitszustand, unter Anführungszeichen? Wie geht es der Schulter und wie darf man sich deinen aktuellen Tagesablauf vorstellen? Ja, der Schulter geht an den Umständen entsprechend sehr gut eigentlich. Für 3 bis 4 Wochen nach der Operation ist es wirklich richtig gut, laut den Physiotherapeuten und Ärzten, die mich behandeln. Ich habe selber mit der Schulter noch nicht so viel Erfahrung, deswegen verlasse ich mich da auf die Meinung der Ärzte und die ist sehr positiv. Und ja, mein Tagesablauf ist so, dass ich in der Früh ganz normal ins Stadion komme mit der Mannschaft. Die Mannschaft geht halt dann am Platz, ich arbeite in der Kraftkammer. So gut es geht halt für die Schulter und aber auch schon im körperlichen Bereich. Sitzt sehr viel am Ergometer, also kann er dementsprechend auch schon sehr viel Ausdauer trainieren und hoffe, dass ich da nicht zu viel verliere und schon sehr viel aufbauen kann. Und ja, natürlich die Behandlungen an der Schulter, die kommen dann auch noch dazu. Also der Tagesplan ist schon gestraft, sagen wir mal. Eine Zahl habe ich mir dann auch aufgeschrieben, die ich ganz gern loswerden würde, damit man ungefähr ein Gespür dafür bekommt, was du so alles mitgemacht hast in letzter Zeit. In den letzten 5 Jahren hat der Alex, ich glaube, an die 60 Spiele mittlerweile verletzungsbedingt schon auslassen müssen. Das Stichwort medizinische Betreuung ist schon gefallen. Das ist ja bei der Austria dieser Tage auch ganz spannend, weil mit Herbstbeginn eine neue medizinische Abteilung präsentiert worden ist bei den Veilchen. Es gibt jetzt 2 neue Clubärzte. Einer davon war bei deiner Operation federführend mit dabei, glaube ich, kann man sagen, der Dr. Hofbauer. Inwieweit fühlst du dich jetzt medizinisch besser betreut oder inwieweit war dieser Schritt tatsächlich notwendig? So hat es ja Sportdirektor Ralf Muhr auch tatsächlich kommuniziert.
Ja, zuerst einmal war der Ablauf und die Betreuung bis jetzt bei meiner Verletzung wirklich tiptop. Der Dr. Hofbauer hat mich wirklich gut betreut. Das ist ja so, dass der Dr. Hofbauer schon mehr ein Kniespezialist ist. Mhm. Natürlich hat er die Schulter auch hauptoperieren können, hat mir aber da einen Schulterspezialisten dann empfohlen und hat mich da auf seine Meinung verlassen. Das ist quasi so der Ablauf, dass wir halt dann zusammen Gespräche geführt haben und eben mich dann für eine Operation bei dem Spezialisten entschieden habe. Der Dr. Hofbauer hat assistiert und ja, war auch für die Abläufe zuständig, hat mir auch die Schulter dann eingerenkt, direkt an den Tag, wo ich mich verletzt habe. Das war wirklich auch, muss ich mich nochmal bedanken. Auch nicht unbedingt der Spaß, stelle ich mir vor, oder? Das Schulter einrenken, wie darf man sich das schmerztechnisch vorstellen? Die Schmerzen von dem Zeitpunkt, wie die Schulter draußen war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder drin war, waren schon etwas intensiver, würde ich einmal sagen. Gibt es Prickelnderes wahrscheinlich? Ja, das war schon schmerzhaft. Aber ja, da möchte ich mich auch mal bedanken. Das hat er wirklich sehr gut erledigt und die Schulter war auch relativ schnell wieder drin. Und ja, warum es dazu gekommen ist, natürlich hat das auch, jeder Schritt hat seine Gründe. Der Ralf Mohr hat das ja quasi schon begründet, warum. Ich bin ein Spieler, ich muss da das nicht weiter ausführen, aber der Dr. Kmeen war auch schon, oder die alte medizinische Abteilung war ja auch schon, glaube ich, über 20 Jahre beim Verein. Es ist ganz normal, dass auch da neue Mechanismen oder auch neue Leute kommen. Das ist am Spielersektor oder auf jeden Sektor im Verein so. Und diesmal war es bei der medizinischen Abteilung. Und ja, aber es war jetzt quasi, wir waren schon immer sehr gut aufgestellt. Also, damit hast du dich, wie nicht anders zu erwarten, diplomatisch und sehr ausgefuchst aus der Affäre gezogen. Die medizinische Erneuerung ist aber nicht das Einzige, was bei der Austria für neuen Wind sorgen sollte, mit Saisonbeginn sozusagen. Natürlich hat es das neue Stadion gegeben, einen weitgehend neuen Kader mit sehr vielen Neuverpflichtungen, mit Ralf Mohr einen neuen Sportdirektor. Deswegen war die Erwartungshaltung natürlich innerhalb und außerhalb sowieso sehr groß. War das vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet ein bisschen gar viel Umbruch? Ja, die letzte Saison war nicht gut und man hört ja jetzt überall nur Umbruch, egal in welcher Liga, von welchem Verein man spricht. Wenn jemand eine Krise hat, ist sofort der Umbruch da. Bei uns war das einfach nötig, dass vielleicht auch ein paar Spieler gehen haben müssen, dass frisches Blut einfach in die Mannschaft gekommen ist. Und das hat sich ja, wie ich vorhin erwähnt, an einigen Sektoren im Verein sehr viel geändert. Und natürlich haben wir uns mehr erhofft. Der Platz 6 ist sicherlich nicht den Anspruch, den wir an uns selbst haben, den auch die Medien, die Fans und auch die Leute von außen uns haben. Aber ja, in der Saison glaube ich, dass trotzdem sehr viel möglich ist. Aber wir wissen auch, dass wir an jedes Spiel an unsere Leistungsgrenzen kommen müssen. Es ist jedes Spiel wirklich sehr eng und sehr schwer. Gibt es auch selten einen Favoriten. Aber ich glaube trotzdem, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist oder wie wir generell aufgestellt sind, dass wir doch erfolgreich sein können. Wir müssen halt wirklich Ergebnisse liefern. Das ist halt wirklich im Sport so, dass die Ergebnisse zählen. Da schaut man auch ab und zu mal über die Leistung hinweg. Und die haben wir halt in den letzten Wochen nicht so gebracht. Und deswegen stehen wir ein bisschen unter Druck. Also ein paar Euro hätte ich da jetzt fürs Phrasenschwein abknöpfen können in der letzten Antwort. Ja. Lassen wir mal so durchgehen. Trainer Thomas Letsch beteuert ja gerne, flexibel spielen lassen zu wollen, um weniger gut ausrechenbar zu sein sozusagen. Und probiert da auch gerne mal was Neues aus, ändert gerne mal in der Aufstellung, vor allem in der Offensive, einiges durch. Ist das gut oder wie gut kommt Ihr Spieler damit zurecht? Oder hättet ihr lieber gern ein klares System, an das man sich langsam herantasten und an das man sich gewöhnen kann? Ja, auf der einen Seite ist es gut, weil man sich auf den Gegner einstellen kann oder beziehungsweise auf jeden Gegner einzeln einstellen kann und der Gegner weiß auch nicht, was einen erwartet. Heutzutage mit dem ganzen Videostudium und so kann man ja wirklich eigentlich schon alles vom Gegner wissen vor dem Spiel. Und auf der anderen Seite, natürlich wird uns das auch gut tun, wenn wir ein System durchziehen und eben, weil wir dann auch gewisse Automatismen bekommen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind in einer erfolgreichen Mannschaft, dass man auch gewisse Automatismen hat, dass jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Und ja, wir haben aber trotzdem auch schon diese Saison, wenn ich mir an Stabi erinnere, schon auch wirklich sehr, sehr gute Spiele gehabt. Auch wenn wir vielleicht von Spiel zu Spiel auch mal das System geändert haben. Von dem her, ja, wird man sehen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass uns ein System schon sehr gut tun würde. Du lebst etwas, was man im heutigen modernen Fußball relativ selten findet, nämlich Clubtreue. Alex Grünold ist ja mit 13 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, schon ausgezogen, um die große Wiener Fußballwelt zu erobern und hast damals in der Stronach-Akademie Fuß gefasst.
Das kann ich mir vorstellen, war kein ganz einfacher Schritt, mit 13 Jahren aus der Heimat mehr oder weniger alleine wegzugehen. Wie hast du diese Zeit abgespeichert? Ja, im Nachhinein war es wirklich eine sehr schöne Zeit. In der Stronach Akademie ist es klar, wenn man mit 13, 14 Jahren von zu Hause weggeht, dass man das vielleicht in den Jahren in der Akademie vielleicht nicht so sieht, weil man ja schon den einen oder anderen Tag Heimweh gehabt hat oder schon gern bei der Familie gewesen wäre. Nach oder den Kärntner Kasnocken. Ja, genau. Käsnudel von der Mama natürlich vermisst. Aber ja, auch die Jugendzeit, man gibt schon einiges auf, um eben sich den Traum erfüllen zu können, dass man ein Profifußballer wird. Bei mir hat es Gott sei Dank geklappt, bei einigen leider nicht. Das ist ganz klar, wir waren 35 Kinder, die den Traum gehabt haben, und das haben vielleicht 2, 3, 4 zum Profi geschafft. Also da war schon die Auslese prozentual sehr hoch. Ist dann Fußballprofi vielleicht gar nicht der Traumberuf, als der hingestellt wird? Wenn, ja, wie man ja sieht, die Ausfallsrate unter Anführungszeichen ja doch eine relativ hohe ist und man wahrscheinlich, das ist jetzt mein Zugang, nur weil man in Österreich in der Bundesliga gespielt hat, finanziell wahrscheinlich nicht unbedingt ausgesorgt hat. Oder ist das als Austria-Kapitän anders? Hast du ausgesorgt, wenn man ein paar Jahre lang Austria-Kapitän ist? Ja, natürlich kann man bei einem größeren Club mehr verdienen, als wie vielleicht bei einem kleineren Club. Das ist auch klar. Was klar ist, ist, dass man auch im Ausland sicherlich ein bisschen mehr Geld am Konto hat, als wenn man in Österreich spielt. Aber wir Fußballprofis, oder ich kann auch nur für mich sprechen, wir können sehr gut leben. Ich bin sehr glücklich. Und Fußball ist definitiv ein Traumberuf. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt. Wir können jeden Tag auf die grüne Wiese gehen und ein Spiel spielen, haben Spaß daran, wo vielleicht andere im Büro sitzen müssen. Das ist eigentlich ein Privileg, was wir haben. Was ich vorher nur gemeint habe, dass es halt nicht jeder schaffen kann, ist auch klar eigentlich. Aber ja, das ist halt ein Traum, den sich halt nur wenige erfüllen können. Ich bin froh, dass ich da dazugehöre. Wobei ich schon sagen muss, dass ich schon einiges an Zeit auch geopfert habe, einiges an Jugend und habe auch einiges dafür getan, dass ich da jetzt sitzen darf. Und trotzdem fällt in Zusammenhang mit deinem Namen auch immer wieder das Schlagwort Plan B oder Bildung oder die Karriere danach. Wie sehr beschäftigst du dich aktiv schon mit der Zeit nach dem Fußball? Weil was natürlich auch klar ist, also du bist jetzt wahrscheinlich einigermaßen über den Berg, du hast es einigermaßen geschafft, aber in jungen Jahren, wenn man sich blöd verletzt, kann es relativ schnell auch einmal vorbei sein. Welchen Stellenwert hat der Gedanke an die Zeit nach der aktiven Karriere jetzt schon? Auch wenn man das Schlagwort Viola-Fit vielleicht in den Mund nehmen darf. Ich bin jetzt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter für einen Fußballer. Hast du den 20er auch schon gehabt? Ja, ich werde nächstes Jahr 30 und von dem her macht man sich auf jeden Fall mehr Gedanken. So war die Frage jetzt natürlich nicht gemeint. Man macht sich auf jeden Fall mehr Gedanken als mit 20, dass man unbekümmert und da will man einfach Fußball spielen. Das ist gerade das ist aber wahrscheinlich die heikle Phase, nicht? Gerade da steht ja die Karriere oft an der Kippe. Ja, genau. Und ich habe mich ja mit 14 schon das erste Mal schwer verletzt eigentlich und habe Gott sei Dank auch, ich komme aus einem guten Elternhaus, habe gute Erziehung genießen können, wo immer die Schule auch im Vordergrund gestanden ist. Und da war dann auch ab und zu mal die Bestrafung, wenn ich in der Schule nicht Ansatz habe, dann habe ich mal nicht zum Training gehen dürfen und so. Wie oft hast du zu Hause bleiben müssen? Nachdem ich, glaube ich, schon relativ brav war, nicht so oft, ja, aber ist schon vorkommen. Aber schon, deswegen habe ich schon früh mit dem Thema Bildung befasst und habe auch immer schon im Kopf gehabt, dass nicht jeder schaffen kann und dass es auch sehr schnell vorbei sein kann. Und auch in meiner Karriere bis jetzt hat es sehr viele Tiefen gegeben mit Verletzungen und es war auch nicht immer selbstverständlich, dass ich so zurückgekommen bin. Es hätte auch schnell in eine andere Richtung gehen können und deswegen habe ich mich immer schon mit dem Thema Bildung befasst. Ich glaube, das sollte jeder Profifußballer, egal ob er jetzt ausgesorgt hat oder nicht, weil es wird immer ein Leben nach dem Fußball geben. Und zu dem Thema oder zu dem Stichwort Viola Fit, ja, das ist ein Bildungsprogramm von der Austria, dem habe ich mich angeschlossen, habe jetzt ein Studium begonnen, habe auch schon meine erste Klausur geschrieben und bereite mich so eben auf die Karriere danach vor. Wie die dann aussehen wird, weiß ich noch nicht. Wir werden es jedenfalls verfolgen. Wird sicher spannend werden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Zum Abschluss mag ich dir noch ein Klischee an den Kopf werfen, mit dem du auch nicht zum ersten Mal konfrontiert bist. Der Spielmacher. Der klassische Zehner, den du ja verkörperst, dem sagt man ja schon seit Jahren oder mittlerweile fast schon Jahrzehnten nach, dass es ihn so im modernen Fußball bald nicht mehr geben wird oder dass es ihn eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Gehörst du einer aussterbenden Spezies an? Ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie es ganz früher war. Da ist vom Hören und Sagen
War so, ist der Zehner so mit Anzug und Krawatten im Mittelkreis gestanden? Ja, hat man nicht so viel zurücklaufen müssen, glaube ich. Genau. Dann schaut, dass man einen Ball kriegt. Und ja, man, natürlich hat man eine Verantwortung auf dieser Position auch. Man hat da schon einen gewissen Druck, dass man auch gewisse Scorerpunkte liefert. Das wird von einem erwartet. Ja, vielleicht bin ich jetzt nicht der typische Spielertyp für den modernen Fußball. Aber ja, wenn man sich meine Werte anschaut, die ich immer bekomme nach den Spielen, habe ich schon auch sehr gute Laufwerte. Auch so ein Klischee, dass man danach sagt, der Zehner ist ein bisschen lauffaul. Stimmt in deinem Fall offenbar auch nicht, ne? Ja, die ich sage, also es ist in heutiger Zeit schon so, dass man auf jeder Position laufen muss, dass ich wirklich die ganze Mannschaft auch in der Defensivarbeit beteiligen muss. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich nicht, dass eine Mannschaft erfolgreich sein kann. Deswegen ist es dann vielleicht schon ein Unterschied zu damals. Am Aussterben glaube ich nicht. Das ist immer auch systemabhängig, wie lässt der Trainer spielen. Gibt es die Position überhaupt noch? Spiele ich ja 4-4-2 mit zwei klassischen Stürmern. Da gibt es vielleicht den Zehner eigentlich nicht. Bei 4-2-3-1 oder bei anderen Systemen natürlich schon. Und ich glaube nicht, dass diese Position aussterben wird und auch, dass die Spielertypen aussterben werden. Ja, ist klar. Also System hin oder her. Ich wünsche dir jedenfalls, dass die Schulter bald wieder so tickt, unter Anführungszeichen, wie sie soll. Und danke, dass du dann endlich einmal eine längere Zeit lang verletzungsfrei bleibst. Und wenn der langweilig ist, darfst du jederzeit bei uns wieder mal einen Abstecher vorbeimachen. Ja, gern. Danke für den Besuch. Danke. Alles Gute. Und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin.